Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um Mangold. Ich möchte dir heute mein Lieblingsrezept Omelette mit Schafskäse und Mangold vorstellen. Dafür benötigst du Schafskäse, frische Eier, Knoblauch, ein bisschen Öl. Mangold nutze ich persönlich komplett. Ich nutze den Strunk des Mangolds sowie die Blätter. Zuerst schneide ich den Strunk ab. Man kann die Blätter auch abreißen, das geht noch schneller. Dann schneide ich den Strunk in kleine Würfel. Eigentlich das Wichtigste ist, dass du den Strunk zuerst mit Knoblauch und Öl vorweg andünstest. Weil das Grünzeug von Mangold und die Eier brauchen ja gar nicht so viel Zeit, genauso wie Schafskäse. Das ist eigentlich alles. Was jetzt folgt, ist eigentlich ziemlich selbsterklärend. Ich habe das Schritt für Schritt gefilmt. Probier es aus. Es schmeckt wirklich gut. Es macht so gut wie keine Arbeit. Es ist wirklich ein ganz schnell gemachtes Essen. Die Zutatenliste findest du unter Videobeschreibung. Viel Spaß beim Zuschauen!